again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more until you came knocking at my door. It's hard to be. So, Navi an, los geht's. Bewegt sich gar nicht mit. Was ist los? Ist kaputt. Der Navi ist kaputt. Navi ist kaputt. Ja, ist wieder super, ey. Kann mir mal die Karte da reinstecken? Das ist doch wieder nie wahr, ey. Wie rum ist das denn? Guck mal, das ist wie in Kroatien an der Mautstelle. Alter. Hm. Gestern noch gesehen. Ja, da sind wir drin. Ja, hier gucken wir immer auf den Navi. Warte, erst dran vorbei. Navi sagt erste rechts. Navi sagt erste rechts, ja. Aber da wurde der andere reingefahren. Ja. Die haben die Kübel genau 2,50 auseinandergestellt. Na ja, gut, 2,70. Damit so ein Guido hier nicht durchrast. Ja, vor allem ich, der immer am Rasen ist, ne? Ja, eben. Müssen wir mal da drauf gucken. Ja, wir gucken jetzt erstmal. Da ist 45, 46, da ist 47. Herr Guido glaubt mir einfach nicht. Ich habe gesagt, da ist die 47. Hier zwischen. So, siehst du. So, von da nach da. Glück auf, moin moin. Bei uns hat's geeichelt. Jo. Erstmal ein herzliches Willkommen zum neuen Video vom Campingplatz De Schatberg in den Niederlanden. Warum hat es bei uns geeichelt? Wir stehen unter einer Eiche. Und da knallen immer wieder Eicheln runter. Und das ist manchmal, als wenn einer mit Steine schmeißt. Eigentlich sind wir gerade am Frühstücken. Was sagt man? Schlechten Appetit. Ja, heute ist Gegenteiltag, haben die Kinder beschlossen. Ja. Ja. Was sagt man denn? Moin, nicht. Morgen, nicht. Also ich sag guten Morgen ganz normal. So, geht doch. Wie ihr seht, wir sind gerade am Frühstücken. Mit dieser Eichelgeschichte werde ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und dann geht er erstmal auf in den Tag. Wir haben euch ja gar nicht mitgenommen beim Aufbauen, bei der Anreise und ja. Ich habe Hunger, bis gleich. So, nach dem Frühstück kommt das Mittagessen, was wir alle schon hinter uns haben. Wir sind hier nur am Rumgammeln, also es gibt gerade nicht so viel zu zeigen. Nee. Aber jetzt gehen wir schwimmen. Ja, endlich. Wir versuchen uns mal irgendwie ein bisschen zu aktivitätigen. Alter, boah, was sind wir durch den Wind. Egal, wir gehen jetzt schwimmen. Die Kröten jetzt gleich von dem kleinen Spielplatz hier einsammeln, weil ich euch alles noch mal irgendwann in Ruhe zeigen werde. Geh, hol Luft beim Reden. Bis gleich. Ja, ich war die gleiche Kulisse. Boah, ich habe gar keine Stimme mehr. Ich war doch nur schwimmen. Swumbi. Ich muss mal kurz E-Mails checken. Du musst noch die Wäsche aufhängen. Ja, das und ich muss auf eine Antwort warten, ob ich jetzt mit der Sondel vorne an den Strand gehe. Muss ich gleich mal gucken. Ja, Motte ist wieder bei ihrer Freundin, Philipp. Der Zwombi ist wahrscheinlich auch wieder mal am Handy, aber mal, die Kinder kriegen hier dauernd was geschenkt. Guck mal, mein Kopf, den Lolli. Ne, so. Ich meine, ich habe nicht den größten Kopf. Von dem Inhalt reden wir jetzt nicht.
Von dem Lolli, den Inhalt. Ja, die Petroleumheizung macht wieder alles muckelig warm. Und wenn ich jetzt gleich Sonne gehen sollte, nehme ich euch mit. Vielleicht kommt der Bengel ja mit seinem Rennauto auch wieder vorbei. Ne? Ich muss Rucksack mitnehmen, ich muss Bier einpacken. Bier! So, angekommen am Strand. Das hier ist, glaube ich, mehr als ein Tagesziel. Vor allem, wenn man da hinten die Wiese noch mitnimmt. Jo, egal. Bierchen ist dabei. Bengel fährt mit seinem Heizer wieder durch die Gegend. So, dann werden wir mal gucken, ob wir was finden. Wenn ich was finde, mache ich euch wieder an. Da, ja, wieder so Mistdinge. Ist wieder so ein Verschluss? Ja, sicher. Zeig mal. Alter, aber wenn du da barfuß reinlatscht, ne, ich habe davon jetzt, weiß ich nicht, schon mal 5, 6 Stück. Also hier ist nichts, ja? Alter, überhaupt gar nichts. Ja, ja, doch von jemand anders gebuddelt. Wenn man mal guckt, da sind überall schon Löcher. Ne, Motte? Ja. Na, hast du wieder gebingt? Aber es ist kein. Irgendwie nicht so befriedigend, ne? Gehört dazu. Ja. Ja, aber wie gesagt, guck mal hier. War schon einer. Ich glaube, der Guido möchte aufgeben, aber jetzt gerade im Vorbeigehen hat es noch mal gebingt. Ich wollte nicht aufgeben, ich wollte Bier trinken. Ich dachte, das soll es heißen. Was ist es? Wieder mal her. Die kleinen Kackdinger, Alter. Hier ist alles voll damit. Ich schmeiß es weg. Das macht keinen Spaß. Nee. Da. Glück auf. Moin, moin. Ja, ich habe nur dieses eine T-Shirt. Ja, gestern nach dem Sonnen sind wir noch oben in die Bar, Restaurant, wie auch immer gegangen und wollten noch eine kleine Kleinigkeit essen. Ja, und mit einmal ist Motte krank geworden. Die liegt jetzt im Bett und ist am Frieren und hast du nicht gesehen. War vielleicht alles wieder ein bisschen viel und ein bisschen schnell. Immer ohne Jacke raus rüber, dann das Schwimmen gestern noch. Jedenfalls ist Motte jetzt krank. Ich hoffe, sie wird wieder schnell fit. Er zeig mal das Ding, die Beule, die da reingelutscht hast. Nee, sag mal, sieht man das? Was der da schon für eine Beule reingelutscht hat? Der sitzt schon seit, weiß ich nicht, einer Stunde oder was davor. Jetzt schnapp ich. Hier. Ja, und du aufgeräumt oder Peng. Ich schnapp mir jetzt jedenfalls den Philipp und wir wollen mal einkaufen fahren. Mal gucken, wo wir hier was finden. Dose kaufen ohne Pfand. Ist meine Mission. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Dosen, ja, nur Flaschen ist hier, glaube ich, auch. Dosen ist noch ohne Flaschen, haben schon Pfand. Wo geht es? Er bringt seinen Lolli, seinen Riesen-Lolli rein. Ja. Yeah. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich und Philipp machen uns fertig und wir fahren einkaufen. Und wenn ich ganz einen im Kopf kriege, muss ich vielleicht heute noch mal sogar nach Hause fahren. Oder morgen, mal gucken, ich weiß noch nicht. Aber das sage ich euch erst dann, wenn ich es getan habe. Oder wenn ich es gerade tue. Zu einkaufen waren wir. Pfandfreie Dosen. Und für das kranke Hühnchen. Weiß ich gar nicht, was das hier ist. Schauen wir mal. So, wir packen jetzt ein, fahren zurück. Los, räume ein. Könnt ihr zugucken, wie sich einer die Haxen bricht beim Einpacken. Oh
Und er packt auch zuerst das Weiche nach unten, damit man die schweren Sachen oben drauf stellen kann. Ja. Und sie Matsche werden. Habt ihr gesehen? Der ist ein Klatsch. Egal. Er packt wieder das Weiche zuerst. Das ist nicht weich. Was hältst du noch, wenn man sowas zuerst nimmt und die unten reinpackt? Weil da kann man was draufpacken. Hier doch auch. Der Hackfleisch ist doch weich. Da wird doch Matsche. Ich helfe ihm mal eben. Jetzt müssen wir noch eine Cola trinken. Müssen wir nicht. Neu holen. Aber Philipp, ja. Da ist ein riesen Kofferraum, ne? Ein riesen Kofferraum. Alter, guck dir den an, was der macht. Passt doch viel besser. Den Sinn dahinter, den kann ich nicht verstehen. So, egal, jetzt müssen wir eine Cola trinken. So eine Scheiße hier wieder. So, nachdem ich dem Zwerg dann jetzt das Einkaufen oder das Einpacken von den Einkäufen erklärt habe, düsen wir jetzt zurück zu unserem kranken Häschen. Und ich habe jetzt gerade gehört, mein Paket ist zu Hause angekommen. Hm. Philipp, fahren wir gleich noch? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Vielleicht. Ich muss mal gucken, was der Sprit hier kostet. Da haben wir gar nicht drauf geachtet, fällt mir gerade mal ein. Stimmt. So. Und irgendwo waren hier Rotkohlfelder. Da müssen wir noch Rotkohl klauen gehen. Ja, aber wir können ja gleich mal gucken, wie viel der Sprit kostet, weil auf dem Hinweg war da ja eine Total. Ja, ja, die Tanke ist ja da unten am Campingplatz. Wir haben es geschafft. Wir haben unser krankes Hühnchen rausbekommen. Mal eine kleine Runde an der Luft. Genau. Kein Roller macht so viel Lärm wie ihrer. Ja, der könnte mal zum Eva fahren. Übrigens hier ein Waschhaus. Echt schön gemacht, die Dinger. Alles für die Kids. Da passiert doch gar nichts. Voll die hässlichen Bilder hier an der Wand. Da passiert doch gar nichts. So, das war's auch schon wieder mit unserer Runde. Ne, Motte? Kannst du laufen? Muss wieder getragen werden. Ist schon K.O. Aber wir haben auch gesagt, nur eine ganz kleine Runde. Bisschen frische Luft schnappen, einmal noch mal die Sonne genießen. Weil, ist ja nicht mehr lange, dann geht die Sonne unter, ne? Und ich habe noch eine Reise vor mir. Stimmt. Du musst noch ein bisschen fahren. Aber du nimmst ja den Philipp mit, fährst ja nicht alleine. Genau. Und ihr werdet später erfahren, warum, wieso, weshalb. Ja, wir sind auf dem Weg nach Hause. Aber nur Philipp und ich. Weil wir müssen was abholen. Was ich zugeschickt gekriegt habe und was erst leider jetzt in unserem Urlaub gekommen ist. Ja, ich weiß, ist eine total banale Aktion. Aber es sind nur 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurück. Ja, wir haben jetzt die Hälfte von den 100 Kilometern schon geschafft. Haben 6:30. Ich hoffe, wir sind gegen 8:30 wieder zurück am Campingplatz. Aber ihr seid ja dabei auf dieser kleinen Reise. So, wir sind zu Hause angekommen. Dort ist ein Karton mit lieben Grüßen von unserer Nachbarin. Da ist noch was gekommen. Zeigen wir euch auch gleich. Und dann müssen wir für den kranken Hasen auch noch was holen. Ja, in dem Sinne. Rückreise. Ich bin ja wieder angekommen am Campingplatz. So bekloppt, das macht ja immer nur einer. Das erste Paket, was ich ja, das kleine, was ich hatte. Hier. Da sind die Dinger drin gewesen. Schöne Bieröffner und magnetisch von Chemtar von Instagram haben wir uns die kommen lassen. Ich finde die total cool. Kannst du leider nur im Wohnwagen nicht gebrauchen, der Wohnwagen ist aus Alu. Ja, irgendwie ist alles aus Alu hier und ja, gut. Ist egal. Und gleich machen wir noch eben weiter bei dem anderen Paket, was wir noch abgeholt haben. Die habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Ne? Jetzt kommen wir zu dem anderen Paket. Wo die schöne Nachricht von unserer Nachbarin drauf ist. Die soll vorsichtig sein. Dieses Paket ist von DJI.
Was glaubt ihr, was da drin ist?